Die Nummer ist einfach genial, David. Echt super. Du arbeitest ja total gerne mit Leuten aus dem Publikum zusammen. Das ist immer der Zeitpunkt, wo ich mich hinter meinem Vordermann so ein ganz klein bisschen verstecke. Aber du schaffst es trotzdem immer, die Leute in die Manege zu holen. Und du schaffst es auch, dass sie Spaß haben. Das ist ja das Wichtige. Wie machst du das? Wir müssen Spaß zusammen haben, weil wenn ich mache die Kleber und ich mache den runter, das ist nichts lustig. Ja. Ist lustig, wenn wir haben Spaß so zusammen. Und ich denke, dass die Leute wissen das mit mir und dann der kommt gerne mit mir in die Manege. Das merkt man, genau. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Clowns. Zum Beispiel gibt es auch welche, die mit ganz seltsamen und unüblichen Sachen jonglieren. Schaut mal hier. Wenn du so lustige Nummern begleitest, wie zum Beispiel ein Clown wie David, dann darf die Musik doch auch bestimmt schon mal ein bisschen schräger sein, oder? Na, das bietet sich natürlich an. Das ist ähnlich wie in der Filmmusik, dass man dann skurrile Instrumente für die Instrumentierung benutzt oder etwas lustige Themen oder skurrile Themen. Es gibt ja da ganz zwei, drei Clown-Themen. Ich könnte mal vielleicht auch eins ganz kurz anspielen oder zwei. Zum Beispiel dieses hier. Oder? Da muss man natürlich auch Drama und große Kunst beherrschen. Sehr schön. Beispiel. Danke. Es gibt tolle Musik im Zirkus Roncalli, aber der Zirkus Roncalli ist ja auch vor allem sehr berühmt wegen seiner Clowns. Und das liegt natürlich auch daran, dass der Roncalli-Gründer und Chef bis heute selbst als Clown Zippo in der Manege sein Unwesen treibt. Ich schaue zwar nicht aus wie ein typischer Zirkusdirektor, aber Roncalli ist ja auch kein typischer Zirkus. Typisch für den Zirkus Roncalli ist jedoch, dass es mich nur im Doppelpack gibt. Als Direktor und als Zippo, den Clown, mein zweites Ich. Ja. Diese Zauberwelt hat mich sofort gefangen genommen, aber die hat mich auch mit einer Wärme empfangen, die ich nie wieder vergessen habe. Ich wurde akzeptiert, so wie ich war. Und daher rührt mein Kindheitstraum, im Zirkus zu leben. Die Wohnwagen waren für mich als Kind wie Lebewesen. Ich bin zu einem Zirkusplatz gegangen und es war schon abends. Die Fenster waren für mich wie leuchtende Augen. Aber ich habe mir vorgestellt, das wunderbarste Leben dieser Erde, was man sich vorstellen kann, da dahinter. Ein Zauberreich. Ohne dich hätte ich es leichter und hätte mehr Zeit. Und ohne dich könnte ich viel mehr Clown sein. Und ohne mich gäbe es keinen Zirkus Roncalli. Ja. Und mich auch nicht. Also, lass uns gut miteinander auskommen. Dem Publikum zuliebe. Ja, die zwei Leben des Zirkusdirektors, so rum. So, und David, während wir uns Bernhard Paul angeschaut haben, hast du dich hier komplett fertig gemacht. Du bist ein fertiger Clown. Hübsch siehst du aus. Zeig dich mal her. Wunderbar. Und sag mir mal, also normalerweise Männer schminken sich ja eigentlich nicht so, ne? Ist dir das manchmal lästig? Ist manchmal, meine Frau sagt, dass ich ab mehr schminken wie sie. Als sie, genau. Das sieht auch so aus, aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Du darfst wieder Platz nehmen, denn wir haben jetzt für euch beide noch eine Nummer ausgegraben, die wird dich vielleicht, Georg, ganz besonders interessieren. Die ist von einem russischen Komiker-Duo, die sind mal bei euch im Zirkus aufgetreten, mit einer ganz seltsamen Nummer. Schaut mal hier. Jingalov und Kontiri. Und wir bleiben auch gleich bei Musik. Junge Musik, das ist im Zirkus auch nichts Ungewöhnliches. Und die kommt von niemand anderem als von Adrian Paul. Das ist der Sohn von Bernhard Paul. Er ist der zukünftige Zirkusdirektor. Und ihn werden wir jetzt sehen. Wir waren nämlich live bei ihm, bei dem Zirkusmann mit Zukunft.